Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, ich habe schon mal ein bisschen hier was gemacht. Und zwar die Städte, weil man muss ja hier sehr viel reiten. Und ich wollte nicht damit verbringen, die nächsten Folgen nur die ganze Zeit die Städte freizumachen. Das haben wir schon hier oben gemacht. Deswegen dachte ich, ein bisschen mehr Tempo hier reinbringen. Ein paar Waffen haben wir als Belohnung bekommen. Uns fehlen nur noch zwei Schätze. Ich weiß ganz genau, wo die sind. Habe erstmal nachgeguckt, weil hier ist ja sehr viel Fläche. Der eine Schatz ist irgendwo hier. Und der andere ist irgendwo hier oder hier. Also in dem Bereich auf jeden Fall. Genau. Die werden wir auch nochmal suchen. Das geht ja schnell. Dann, ich habe versucht schon mehrmals, Leute, so viel, wo ich auch privat gespielt habe, dieses Kackpferd hier zu finden. Es spawnt nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schon eins habe und ich müsste es sozusagen töten oder wegnehmen oder wegtun. Sozusagen mein altes Pferd und dann wieder suchen. Aber bis jetzt einfach Pech. Auch wo ich hier rumgeritten bin, den ganzen Weg hier überall, kein einziges Pferd. Richtig Pech. Deswegen egal. Aber wir machen jetzt schön das hier zusammen, wenn das jetzt zusammen bedingt ist. Oder erst das und dann das. Jetzt haben wir also mehr Zeit für Missionen und dann geht es ein bisschen zackiger von Story her. Und das ist auch besser so. Dann wollen wir mal. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich das Flammenpferd zuerst gefunden habe, weil, wie ich schon sagte, sieht am coolsten aus. Auch wegen Ghost Rider, so ein kleiner Easter Egg mäßig. Und das gefällt mir so. Klar, der Effekt ist der schlechteste von all denen, ne? Aber nicht schlimm. Immer noch unendlich Ausdauer zu haben, ist einfach geil. Und fast unsterbliches Pferd. Jemand schreit herum. Ach du Scheiße. Ach, das ist eine Mission. Ist es nicht Reyes? Das ist Reyes. Oder? Oder ein Bandito von denen. Oh, schöner Schuss. Wollte gerade sagen, Amen. Junge, erster okay, Shot Sister? Im Leben und sofort Headshot. Well, I'm alive, Senor. Although come to think of it, I just committed a mortal sin. Nein. Claim self-defense. Always works for me. Wollte gerade sagen. Yes, America. Well, I fear my judges may be a little more stringent than yours. Du hast einen Dämon vertrieben, merkt ihr so? Du bist ein heiliger Ritter oder Ritterin. Many of my nuns are not so resourceful as you or I. Their innocence will kill them, which is truly a terrifying reality. Sie hätte Realität, Logik, die nicht. But let us leave the psychotherapy and focus on more pressing matters. They are locked in the church, while hordes of these half-witted demons are trying to get to them. It'd be my pleasure. You're a true Samaritan, sir. You know, they say the devil has all the best tunes. It may be so, but it seems he also has the most half-witted friends. Extra auch dahin gezeigt. Oh man. So you know Bill Williamson then? Excuse me? Just a little joke. I'll do as best as I can to save the nuns. Genau, wir haben auch den Poncho angezogen, ne? Wir sind in Mexiko. Hab die US-Uniformen sofort ausgezogen, weil man soll mich ja nicht für einen Soldaten handeln. Oder halten, handeln. Mal gucken, rein da. Danach, ich glaube sogar hier ist auch noch was, wenn das dazu gehört, wenn nicht, dann nicht. Genau, weil wir haben nur noch hier einen, ich glaube hier, oder hier, je nachdem. Hier definitiv, hier oben noch, da ist auch eine Mission für das eine Outfit, irgendwas damit verbunden. Hier unten haben wir noch was. Irgendwo hier, weil der Name da ist und irgendwas noch hier. Genau, dann haben wir alle Städte befreit. Und sollten dann alle Waffen haben. Schnell rein, schnell rein. Ach du Heilige. Oh shit. Ich muss hoch, ich muss hoch. Oh oh. Oh, das ist aber schnell hier alles. Oh, ich kann nicht rauf. Es geht nicht. Zack. Ist ja ein Zombie, ne? Ja. Alter, wieso hat er gezögert? Nach oben, nach oben, nach oben. Oh fuck. Oh fuck. Wieso sind sie so schnell? Junge. Irgendwie ein bisschen verzögert gerade mit dem so zu schießen. Lass mich durch, ihr scheiß Fettsäcke. Boah, Junge, die Nonnen rasieren. Bam, Alter. Ich muss reden. Wie komme ich da hin? Hier durch? So, mit dir muss ich reden. Munition für Gewehr. Weiter. Hier, Nonne. Für dich. Gesegnete Kugeln. Bitteschön. So, Munition muss sogar hier drin sein. Sehr schön.
Gewehr, jawohl. So, können wir hier raus oder sind wir am Arsch? Ja, ein bisschen am Arsch, okay. Dann zurück. Wir müssen runter. Alter, it predicted. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, Junge. Oh, no, ich bin tot. Lucky. Schöner Shot. Wo ist meine Shotgun? Kein Bock mehr. Drecksding. Munition habe ich auch genug gegeben, finde ich. Oh, fuck. Wo noch? Jawohl, dem Dicken einen Nahkampf gegeben. Alter, wer schießt da so? Hey, ich stehe auf ihm. Wo noch mehr? Da hinten. Bisschen respawn. Stehen bleiben da oben. Oh, von hinten. Achtung, Granate. So, da müssen wir hin. Alter, ich hoffe, wir kommen hier durch. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Nee. Hier hin. Muni. Sehr schön. Kann ich hier durch? Munition im Kloster. Ah, da oben. Komm. Ja, die Eckensteuerung ist ein bisschen natürlich beim Sprinten so meh, aber ist noch in Ordnung. Also viel besser als manche andere Spiele, die sogar heute rauskommen. Oh, da ist einer. Das war klar. Jawohl. Haben wir. Alter Junge, hat eine Bombe. Lauf! Laufen, laufen. Du Stück Scheiße. So, da hinten noch. Wir nehmen Henry. Boah, viel mobiler. Wo ist er? Jawohl. Alter, hier war aber auch ordentlich was los. Ist aber auch eine gute Festung, ne? Wenn die Tore zugewiesen wären, easy. Oder die besseren Aim gehabt hätten, dann 100%. Wir haben High Ground. So wie Obi-Wan damals, also. Sollte man gewinnen können. Manche von denen haben auch diese Beile auf dem Kopf. Ich frage mich, wenn ich die nicht kaputt schießen würde, die Köpfe, und im Nahkampf töte oder irgendwie anders, ob ich dann das Beil kriegen könnte. Aber ich glaube irgendwie nicht. Gar nichts. Easy. Genau. Was haben wir neu bekommen? Kurz mal zeigen. Wir haben einmal, den haben wir ganz früh bekommen. Wir haben dann noch diese Waffe hier bekommen, aber die ist ja besser. Die ist natürlich immer noch am besten, aber ich meine nur, weil hier gibt es mehr Muni. Dann, was haben wir noch bekommen? Ich war kurz woanders, weil ich verteidigen musste. Jetzt habe ich wieder 10 Schuss oder 10 Munition für Kriegsbeil. Dann haben wir noch das Henry bekommen. Springfield, weiß ich nicht, haben wir davor schon bekommen? Ich glaube ja, ne? Büffeltöter haben wir bekommen. Keiner, ob wir den auch schon vorher hatten. Ist ein bisschen so vergangen. Aber Henry als letztes, weil ich weiß hier, der Schaden ist richtig gut für 12 Schuss. Von Repetier, glaube ich, sogar der beste vom Schaden her. Genau, und ansonsten, das hier noch von Wes Dickens, das weiß ich ja noch. Genau. Also, viele Waffen gab es nicht. Dynamitmunition gab es und so weiter, aber mehr auch nicht. So, jetzt können wir mit ihr weiter reden. Können wir noch irgendwas machen? Nee. Hier ist eine fremde Mission. Okay, pass auf. Gehen wir einfach zu ihr. Dann haben wir das schon mal hier fertig mit ihr. Sodass wir weiter reisen können. Ja, Alter. Junge, die hat sich dran gewöhnt. Bless you. But it's not sister. It's Mother Superior. Mother Superior Calderon. Our bishop was a stickler for regulations. Alter, wie in der Schule. Last weekend ate half of the cathedral choir boys. I'm sorry. I only mention it because my girls are laughing at you calling me sister. What do you think is causing all this? Déjame ver.
Mexico is an old country. Many faiths have lived and died here. Many evil spirits have flourished. Das stimmt. I have no idea what is afflicting the people here. But I know it is a sickness of the soul. Something supernatural, maybe. Supernatural, wie die Serie. Perhaps if you were to get me alive one of these creatures, we could try a couple of experiments. Noch einer. Certainly. Get me a new one. One who was recently human. I want to work with a subject who has only recently turned. I'll see what I can find for you. Gracias, señor. Shh, cállense. No puedo creer cómo se portan. Also irgendjemanden oder einfach einen normalen Untoten. Okay, das ist damit gemeint. Ich dachte wirklich einer vom Straßenrand, der gerade gebissen wurde. Das wäre aber auch schwer zu programmieren gefühlt. Oder man müsste sagen, nimm jemanden mit, der frisch ist, so von wegen wirklich so zufällig. Ja, das können wir machen. Das ist da, wo wir hinbringen müssen wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal. Das heißt, wo können wir hin? Irgendein Zombie finden ganz schnell. Genau. Ich reiche da mal in die Richtung. Vielleicht finden wir hier was. Plus hier ist ja eh der Schatz in der Nähe. Können wir beides gleichzeitig machen. Vielleicht finden wir jetzt sofort einen. Theoretisch ja, hier. Müssen wir gar nicht so weit reiten. So, komm mal ein bisschen mit. Weiter. Komm. So, hier bleiben wir stehen. Dieses Gosch. Eigentlich könnte ich ihn die ganze Zeit bis nach hinten ziehen. Fesseln einfach ziehen. Würde auch gehen. So, das müsste es ja gewesen sein, wa? Ein normaler Zombie. Ah, lol, Weihwasser. I think I have a test case for you. Señor Marston, you're a true pilgrim. That I ain't. Now let's see. Well, it certainly isn't the flu. Their eyes are so devoid of love, of anything. Oh, lively one I see. Here. What is that? Holy water. Heilige Scheiße. I think we may have something. It seems to be working. Maybe. Maybe not. But it seems as if you were nearly saved. Spiritual infections are confusing things, Señor Marston. None of us can hope to understand them properly. But he came back for a minute. I bless the water, but perhaps my faith is not that strong. I have to do more thinking, but I need time. Every day more people fall as the dead rise in Sepulcro. Then perhaps it's time I put them to rest. Take the holy water. Maybe it will be a calming balm for the restless departed. Thank you. No, thank you. You are a blessing in an unusual form. Ganz ruhig. Säubere den Friedhof von Sepulcro, okay? Wollen wir nicht da gerade hin? Ja, easy. Let's go. Alter, die Vorahnung. In blauen heiligen Flammen auflodern. Also haben wir Molotow und das hier. Cool. Vielleicht ist er ja richtig stark gegen die speziellen Viecher. Ein Fabelwesen. Oh mein Gott, Leute. Stehen bleiben. Wir haben endlich ein neues gefunden. Wie random. Ja, bei dem sind die Viecher am rumfliegen. Ist nicht so breit wie das andere Pferd. Deswegen sage ich ja, irgendwie ist das Feuerpferd das einzige, was so richtig gut gesund noch relativ aussieht. Die anderen sind alle so dünn abgestorben. Aber ich glaube, den ich gejagt habe, war sogar...
Der eine, den man nur für mit den blutigen Augen hat. Da ist es. Die Pferde der Apokalypse. Toll. Statt jetzt Feuergeräusch haben wir die ganze Zeit jetzt irgendwelche scheiß Insektenviecher. Zum Glück keine Mücken oder so. Da würde ich durchdrehen, ey. Hunger. Hunger hat unendliche Ausdauer. Ja, das hat der andere auch. Das haben alle. Und noch mehr? Oder war es das? Also es hieß, glaube ich, dass Hunger sogar der schnellste sei. Oder? Oder verwechsel ich gerade die Pferde von dem einen und dem anderen? Also eine der beiden soll das schnellste Pferd von allen sein. Aber das ist so abgestorben, Junge. Das andere sah cool aus. Das arme Feuerpferd. Nein. Wir haben auch keine Pakt damit oder so. Kein Zettel, nichts. Schade. Naja, dann reiten wir damit ein bisschen. So, der hier soll ja stunnen. Anscheinend oder Schaden machen ein bisschen. Keine Ahnung. Werden wir mal ausprobieren. Wo ist hier ein Zombie? Einmal drüber reiten, dann merken wir das schon. Aber das Geräusch ist echt nicht geil. Junge, das ist, als wenn sich jemand nicht am Arsch putzt. Das ist ja unnormal. Weil wegen Fliegen. Und Hunger habe ich dabei nicht, muss ich sagen. Gut, dann säubern wir mal den Friedhof hier. Jawohl, es geht los. Ruhe hier. Lass mich durch. Ah, ich liebe es, wie ich an den Körpern stecken bleibe. Und weg. Rüber. Ha, klettern können die nicht. Das ist ja fast wie COD-Zombies. Sehr gut. Weiter. Munition, komm, lad nach. Warum ich so viel Revolver oder Pistole benutze, ist wegen dem einen Erfolg von 500. Aber ich glaube, der wirkt hier gar nicht. Weil ich habe schon so viele gekillt. Muss man wohl doppelt spielen. Komm, schnell, schnell, schnell. So, jetzt noch alle töten und dann weg hier. Nee. Irgendwo höre ich hier einen hinter mir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Nachladen. Einer nach dem anderen, bitte. Ich höre hier links die ganze Zeit einen. Gefühlt im Ohr. Immer ein bisschen höher ziehen, wegen Ballistik. Boah, Junge, sind das viele. Ja, okay, ist halt Mexiko, ne? Hier sterben noch mehr. Hunger, Armut und so weiter. Oh, shit. Oh, shit, ey. Ist einfach explodiert. Kommen da unendlich oder so? My name! My name! Auto-Aim. Boah, hier ist ein Fetter. Irgendwo. Oh, da fehlt hier einer? Hab ich ge... Oh, oh, oh. Wollte schon sagen, hab ich gesoffen. Nachladen. Shit, nur zwei. Dickerchen. Boah, hier ist aber auch Tontraumschienen. Oh, lol, Animation. Zack, auf die Fresse. Nein. Shit, der hat überlebt. Doppelkugel. Und weg, und weg. Andere Waffe. So viel sind wir. Vincent DeSanta, moin. Soldado. Na, Kumpel? Jawohl. Komm näher. Oh shit. Okay, fertig. Das waren echt viele.
So, wo ist hier die Santa-Leiche? Die will ich looten. Okay, es muss Zeit vergehen. Verstehe. Danach sollen wir zu der Mutter zurückkehren. Wow, Alter, ordentlich Muni hier überall. Gut. Gesäubert. Fertig. Dann. Wir können als nächstes wahrscheinlich lieber dahin gehen, aber da wir eh dahin müssen, machen wir erst den Schatz hier hin. Leute, also kurz mal hin und machen den mal fertig. So, hier haben wir den. Machen wir den mal fertig. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Schatz. Das Pferd ist einfach despawned. GG. Stehen bleiben. Danke. Das Geräusch ist echt nicht nice. Feuerklang cool. So, jetzt gucken wir mal. Nichts passiert. Nochmal. Oh. Zu dünn, um zu treffen. Warte, nee, der ist umgefallen. Ja, die werden gestunt. Guck mal, die liegen ein paar Sekunden. So, jetzt die Frage. Will man ein bisschen Feuerschaden oder will man lieber... Dings hier, wer ist das? Feuerschaden. Ein bisschen Feuerschaden oder will man lieber stunnen? Und man sagt, das Pferd sei das schnellste. Oder war es doch das andere? Nee, das andere war doch nur aushalten wegen Blut in den Augen, Löcher im Körper. Also ist das das schnellste Pferd oder was? Also es ist schon mal ein bisschen schneller. Ich merke es ja, glaube ich. Oder ist es Placebo? Naja, egal. Gehen wir zum nächsten Schatz, Leute. Der müsste irgendwo hier sein. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hochkommen. Oder ich glaube hier wahrscheinlich, ne? Die ganze Welle reiten. Ja, müsste eigentlich so sein. Gehen wir also nach dahin. Let's go. So, Leute. Wir haben ihn gefunden. Der war genau an der Position hier. Komischweise war hier auch der Typ, der überleben soll. Also wurde attackiert. Ich habe ihn gerettet. Jetzt wartet er, um uns zu danken. Aber wir müssen erstmal den Schatz machen, bevor wir da runtergehen. Wenn überhaupt. Und dann sollten wir alle Schätze gefunden haben, weil es gibt ja nur 5 Level in dem Modus. Was ich auch besser finde, muss ich sagen. Und Totenschatzsucher, legendär. Menüeintrag, Legende der Apokalypse. Warte. Genau, jetzt ist er komplett fertig und auch weg von der Seite hier. Das ist gut. Alles klar. Menüeintrag, legendäre Menüeintrag. Das Ding ist, meint er hier bei Outfits oder was? Nee. In sämtlichen Untoten. Achso, ja, okay, gut. Nur für das eine Outfit ist das wichtig. Ansonsten... Nö. Alles klar. Gut, geschafft haben wir es. Der Typ steht immer noch da unten. So, jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Okay, jetzt hat er uns von weiter weg gedankt als davor, wo er näher war. Geht auch natürlich. Dann, jetzt haben wir Schatzsuche fertig. Dann können wir zum nächsten Ort auch den Leuten helfen hier. Genau, das sind die letzten Orte. Oh, da oben müssen wir rauf. Okay, dann am besten hier hin und dann da hoch, weil es so krüppelig sonst. Und dann da runter. So, vorsichtig runter. Manche Pferde sind ein bisschen buggy und sterben dabei. Also fehlen nur noch 2 Pferde. Das erste ist wirklich das schwerste zu finden. Für mich persönlich gerade in dem Run. Alter, das will gar nicht spawnen. Gar nicht. Krieg ist sogar, glaube ich, am leichtesten, weil da so eine gute Fläche ist, wie er spawnen kann. Und man kommt schnell von einem Ort zum anderen. Aber dieses Gebiet im ersten ist halt echt krüppelig, überall rumzureiten. So groß auch noch. Obwohl es kleiner ist. Oh, hier ist gar nichts los. Ist das schon sicher? Sicheres Gebiet. Okay. So, mit wem reden wir hier? Irgendwie doch nicht sicher, aber wieso ist das hier so ruhig?
The fuck? Do you think I like shooting women? You filthy, whoremongering wretch. Jawohl, er lebt noch. Gracias, señora, que estaba viendo a mi tía, que tal media disculpada. Yeah, yeah, get out of here. Go on. Go on, get it. Ándale, gracias. Der wollte sich echt nochmal gönnen, bevor er stirbt, oder was? Und sie sind alle Zombies. Oh nein. Something like that. Well, we got sunshine, sand and a plague that makes people eat each other. Come to think of it, it must feel just like America to you. What is going on? I thought things were calmer in Mexico. This is calm. What's a little light cannibalism among friends? Excuse me. Schöner Schluss. So, how've you been? Good. Well, apart from my wife and son being tied up and trying to rip my soul clean out of my body and the entire earth turning into hell. Good. Real good. You know, John, I've lived a long life. I've seen this land when it was just wilderness and scrub. I've seen missionaries nailed to crosses by shaman and burn into just the cinders of their misguided devotion. I've seen slaves get set free and return to a bondage even more confusing than the one they left behind. Wow. I've seen diseases wipe out entire communities in a weekend. I've seen bad men make their own Valhalla out in the bush with harems of maidens and the hunting of men as a sport. I've seen men struggle with principles and morals and the very meaning of existence. I've killed all that can be killed. Oh. Okay, das war eine große Stange. Nicht nur das normale Dynamit. Pipe Bomb, ein auf den. But I've never, in all my natural born days, seen anything quite like this. Natürlich nicht. Nor me, sir. Now, if we could only get something that would attract these blighters, we could kill them faster and maybe return this West Dickens, land to der Köder. Natural state. Some kind of bait? Exactly. I think I might know how. And more dynamite. I'm running pretty low. Let me see what I can do. Thank you, John. And take care. Schön. Der Junge, jeder Schuss sitzt bei ihm. Legende. Kehren einige Stunden zurück mit Ködern und Dynamit. Ja, wie viel denn? Warte, steht da wieder nicht? Ortschaften rettest und Untote besiegst, Ködern musst du selber herstellen. Mein Freund, wie viel denn? Ich habe noch davon ein paar, warte. Nein. 4 Köder habe ich noch. 8 Dynamit, Junge. Ich benutze sie kaum, deswegen... Eigentlich habe ich alles. Dann müssen wir halt ein bisschen warten. Na gut. So lange können wir... Das Ding ist, wenn wir eh wiederkommen müssen und von hier starten können, dann ist ja logischer erstmal hier hin und von da nach da. Dann kommen wir wieder, machen die Mission und gehen dann da hoch. Ja, dann machen wir das so. Gehen wir erstmal nach da unten. Wir müssen Zeit vertreiben, retten wir eine Ortschaft. Oder sie ist schon sicher. Scheißegal. Die Bemalung hinten ist aber cool, ne? Das weiße Stück da. Wenn auch der Kopf so weiß wäre, wäre voll cool. So richtig Totenkopf fährt mäßig. Wobei, der Lebensbalken bei dem hier sieht weniger aus als der vom Krieg. Oder ich sehe schon wieder was anderes. Aber sieht ein bisschen kleiner aus als der vorige. Oh, wow, wow, wow. Die sind nur Spucker. Alter, die sind nur Spucker. Jetzt wird geballert hier. Jawohl, 500 Gegner mit der Pistole. Wir haben es geschafft. Heilige Mutter. Jetzt kann ich endlich wieder alle Waffen benutzen, die ich will. Am meisten die Winchester dabei. Range, Munition. Alles ist besser dran. Hey, ich habe auf jemanden geschossen da hinten. Weiter, weiter, weiter. Oh, das war schlecht. Jawohl, Junge. Ich muss mit keinem reden. Zack, 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 zack und zack. Wunderschön.
Ja, oh Junge. Viel besser. Außer, dass ich daneben schieße. Liegen bleiben. Oh, hier ist einer. Schon wieder mit einer Axt. So. Ordentlich zu looten, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Außer die Kisten. Die nehme ich gerne mit. Außer, warte, haben wir volle Muni? Ey, wir haben mehr Muni als vorher. Cool. Eigentlich gehen wir noch mit Munition, aber gucken wir mal nach. Vielleicht finden wir ja was Schönes. So, komme ich hier durch? Gott sei Dank. Die Mistgabel wäre auch eine coole Waffe gewesen. Pistole 10 Munition. Da hinten, ganz weit hinten. Nee, da habe ich keinen Bock hinzugehen. Okay, dann zum nächsten Ort. Dann haben wir, glaube ich, genug Zeit verstrichen. Oder wir gehen einfach schlafen, wenn es soweit ist. Ich habe das Gefühl, die haben langsam alle mehr Patronengurte. Deswegen finden wir auch mehr Munition als am Anfang des Spiels. Aber es ist gefühlt immer so. Early Game ist richtig hungern und sparen. Am Ende kannst du ballern, wie du willst. Deswegen finde ich auch in manchen Spielen das Early Game eines der schwersten Dinge, wo du richtig viel Skill haben musst, dass du gut zurechtkommst oder sogar zu viel Muni hast. Und es gibt andere, die sind gefühlt Early Game richtig leicht wegen Intro. Aber Endgame richtig schwer. Also wirklich krank. Du hast schon das beste Gear und es ist immer noch schwer. Also da muss man halt gucken, was für Spiele das sind. Ob die sagen, du wirst immer stärker, deswegen wird das Spiel leichter. Und deswegen ist Early Game richtig schwer. Junge, du reitest nicht. Alter, ich lenke, er macht nicht. Und bei anderen genau das Gegenteil. Weg mit euch. Ah nee, warte. Der war nicht schnell auf der Strecke, sondern ich glaube Offroad hat jemand geschrieben. Warte mal, wir testen das mal gleich. So, reiten, reiten, reiten. Junge, hier ist überall Nebel. Oh, ist hier das letzte Pferd? Ah, nee, das kriegt man, glaube ich, erst, wenn man das andere hat. Junge, ich muss wieder zurück nach ganz oben und das letzte, vorletzte Pferd suchen. Damit wir dann wiederum den Tod finden können. Und das Ding ist, es gibt ja 5 Aufgaben. Wo ist überhaupt das Einhorn? Irgendwo steht, glaube ich, fang das Einhorn. Also, wo zum Teufel ist hier ein Einhorn? Das ist ja echt crazy. Hier soll ein Weg sein. Hier ist aber kein Weg. Und wir sind richtig slow. Irgendwie ist das Pferd nicht schneller, als es da steht. Okay. So. Winchester. Und was ist hier? Status unbekannt. Hallo? Oder meinen die den Ort da oben? Ja, wahrscheinlich. Die Anzeige ist zwar hier, aber wahrscheinlich müssen wir da ganz, ganz hoch. Okay, let's go. Das hätte man anders markieren sollen, aber selber ein bisschen mitdenken. Wenn das das nicht ist, dann vergesst das mit selber mitdenken. Dann kann das ein bisschen buggy sein oder mit einer Mission verbunden sein. So, come on. Und wehe, das ist es nicht. Da bin ich umsonst geritten. Ja, oh, ich sehe schon und höre. Sehr schön. Snipen. Boah, jetzt geht's los. Wunderschön, Junge. Die fallen um, wie die fliegen. Komm. Und weiter. Oh, shit. Nichts getroffen. Ich treffe nichts. Geiler Aim. So. Rein da. Boah, das war gefährlich und knapp. Hä? Da, fuck. Ja, voll. Ich gehe mal nach oben. Wir müssen ein bisschen quatschen, damit die Phase schneller vorbeigeht. Ein bisschen Munition abgeben. Wieso bist du ganz da oben? Cabron, ey. Hier. Deine Munition.
Ab nach unten, come on, come on, find die Leiter. Immer wenn man nach links laufen will, greift er immer die Leiter. Okay, ich drücke links, dann will sich nicht umdrehen. Deswegen passiert das immer. So, ich wollte überspringen, geht nicht, okay. Nach hinten drücken. Nee, er geht immer ein Stück nach vorne, bevor er sich umdreht. Oh, du... Nein! Genau, dann fällt er um. Oh, wir haben TNT. Darauf schieße ich nicht. Hä? Was soll denn das? Achte darauf, dass während die ihn was... Warte mal, was war das für ein Erfolg? Lass mich den lesen, du Sau. Keine Ahnung, steht da jetzt nicht. Guck ich später nach. Irgendwas wegen, man soll darauf achten, dass in jedem Gebiet irgendwie bla bla. Vielleicht jeder überlebt oder so? Wobei, das kann nicht stimmen. So, wir holen uns mal ein bisschen Munition. Dann können wir uns von hier teleporten, Gott sei Dank. Und ich sag immer noch, dass immer noch... Oder ist immer noch das Beste zu verteidigen, weil du bist sehr weit von der ganzen Zivilisation weg. Du brauchst halt nur Vorräte, das ist ganz wichtig. Aber dann kannst du es so gut hier verteidigen. Gut, wo ist mein Bettchen hier? Die Bank. Nee, die Bank. Auch nicht. Ah! Verwechsel ich irgendwas? Irgendein Bett hier? Oh, nee, das war die Leiche. Irgendwo muss doch hier ein Bett sein, ein auf den. Eine Matte. Bin ich einen daneben gelaufen? Ich gehe mal einen hoch. Die Markierung ist, glaube ich, falsch. Yep, da ist mein Bett. Speichern wir. Da vergeht ein bisschen Zeit und dann können wir teleporten. Alter, wie selten man hier speichert, ist heftig. So, wechseln wir mal das Outfit. So, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ranger brauchen wir nicht. US-Armee hatten wir auch schon. Das brauchen wir definitiv nicht. Also zurück zum Standard-Outfit. Und dann teleporten. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu... Was ist das hier nochmal? Casa Madruga, glaube ich, ne? Oder Madrugada. Und El Presidio müssen wir danach hin. Das heißt, Casa, bla bla bla. Gucken wir mal. Na komm schon. Bin ich vorbei? Ne, da. Landon Ricketts, wir sind wieder da. Wir haben Dynamit, wir haben den Köder. Schon vorher, aber ein bisschen Cooldown. Mr. Ricketts. Hello, noch am Leben, Sir. Gott sei Dank. How have you been? As you imagine. Good. Did you get the dynamite? Yes. And Polenböller. Oh, Alter. Hochkonzentrat. Let's see. Ja, voll. Es war ein Dynamit für einen Zombie. Okay, Testphase, ne? Let's work with that for a second. Ah, this calls for a soft touch. Not the brutish hands of a man of war, but the delicate touch of an artist. Some use oils, and some a chisel and a block of marble. For me, sir, it was always either high explosives or the trigger of a fine iron. But it's much the same. Sometimes your humility overwhelms me, Ricketts. You and me both, Mr. Marston. Now, if you'd have seen me when I was a young man, if you'd have seen me when I was so fast, you couldn't see me. Well, then, you know, should we do? This is humility. The truth is, well, the truth is long dead.
Now we got only memories. Memories and a great swath of demonic mutants, of course. Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me. And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait. I mean, the demonic hordes. Wollte gerade sagen, nicht über dich. Unending glory. No, that. Nothing too interesting. Someone said that there's some really big problems near Escalera. But I can't concern myself too much with that. This is my home now. This and this up here. Take care of yourself. I will. I don't think getting savaged by some brainless corpse would do too much justice to your myth. Yeah, I think you're teasing me, Mr. Marston. But I thank you, and I appreciate your concern nonetheless. Gut, dass er genug Munition hat, wa? Junge, der schießt da. Zieht an seiner Zigarre. Der lebt sein Leben. Sprengköder. Perfekt. Dann, ich würde sagen, Leute, als guten Abschluss, Escalera. Wo ist denn Escalera? Gucken wir mal. Da hinten. Okay, teleporten dann dahin. Machen wir nochmal den hier oben. Und dann haben wir alles befreit. Und ich würde sagen, danach ist das echt ein guter Stopp. Na komm, wo ist mein Pferd? Nicht schlafen, Bewegung. So, ab nach oben. Bis jetzt wissen wir aber echt nicht, wo das angefangen hat, woher das kommt. Überhaupt gar keine Infos. Wir wissen nur Mexiko und fertig, mehr nicht. Mal gucken, was noch auf uns zukommt, wa? Ein paar Charaktere gestorben, ein paar sind noch am Leben. Also die, wo man auch vermutet, weil die natürlich Skill haben. Die anderen eher nicht, weil die älter sind oder Pech hatten. Manche sind natürlich gestorben, also so wie der am Anfang. Wiedergekommen, zerfleischt. Glückwunsch. Fuck. Junge, Horrorspiel oder was? Irgendwie fühle ich mich nicht wirklich schneller. Also gar nicht. Irgendwie ist die Beschreibung komisch. Leiter. Ah, noch so ein Ding. Leiter. Mein Freund. Mensch. Schnauze da hinten. Oh, nee, 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 nee. Wir gehen andersrum. Wo sind hier Leiter, mein Freund? Ich sehe hier gar nichts. Gehen wir mal hier hoch. Ja, schon besser. Leiter, Leiter, Leiter. Aha, hier ist eine kaputte Wand. Hör auf zu spucken. Kommt noch was? Oh fuck. Schon wieder Bodyblock. Und rein da. So wie bei der einen Mission. Ein Hoch, dass die Zombies nicht klettern können. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Häuschen ist irgendwo unten. Okay, ab nach unten. Hier sind auch ein paar Missionen, um die Leute zu retten. Die Frage ist, ist die erste Mission wieder eine Belohnung? Oder wieder nur Munition? Weil Intro hatten wir ja schon. Zack, tut ein bisschen weh. So, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, ich probiere es mal aus. Mal gucken, was ich dafür bekomme, ne? Wenn irgendwas damit ist, so von wegen der Mission wieder vor, mit Cutscene und so weiter, werde ich es natürlich reinschneiden. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.